Ja, ihr kleinen Schlawiner. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Edna bricht aus mit mir, Sachsen Let's Player und unserem schönen Kumpel Harvick. Und ich muss jetzt leider sagen, ich musste mir einen Spicker zur Hand nehmen, weil wir würden hier nicht weiterkommen. Also wirklich ohne Scheiß, wir würden hier nicht weiterkommen. Edna bricht aus ist im Gegensatz zu Harvicks neue Augen sowas von krass schwer. Also, puh, ich habe mir daher jetzt einfach mal einen kleinen Spicker genommen und ja, ich werde euch trotzdem weiter kreativ hier unterhalten, ist ja ganz klar. Und zuerst mal machen wir hier das Licht an. Überraschung! Huch! Ja, Überraschung. Wir benutzen... Ich kann auf der Toilette nichts essen. Ist so ein Tick von mir. Ach so, dann ist ja alles in Ordnung, Edna. Ich will nicht gleich alles nehmen. Nee. Wir haben... Ah, guck mal, wir haben einen Bohneneintopf. Wir haben das. Wir haben Cornflakes. Gut, machen wir dann doch auch schon wieder das Licht aus. Da sag ich doch, wir waren fast richtig beim letzten Mal, denn jetzt müssen wir erstmal hier durchgehen. Da entlang. Hier muss man auf absurde Ideen kommen, davon mal abgesehen. Hier, ihr kennt den Typen, wir sind vor uns hier runter und der Typ war hier. Naja, reden wir mal mit ihm. Hallo? Hallo! Hallo, Feuer, Feuer. Hallo. Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Kannst du mir beim Telefonieren aufhören? Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Achso. Ob du mir wohl dann mal dein Telefon besorgst? Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Aborgst, hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Okay. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Aha. Ich würde Millionen verlieren, okay, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Ja. Da merken wir schon mit einigen bänkerischen Arschloffern. Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir, die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Ach, ehrlich? Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Nee, ehrlich? Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst. Nur... weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Alles klar. Ist nicht so wichtig. Telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo, bist du noch dran? Ja, da reden wir halt nochmal mit dir. Hallo. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ja. Wieso ist das nicht so wichtig? Ist nicht so wichtig. Telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Was könnten wir denn jetzt anbieten? Das ist mal gar nichts, oder was? Papierschau. Benutzen. Wir müssen mit dem Typen irgendwas machen. Was hältst du von diesem Typen, Harvey? Ein obsessiver Börsenspekulant auf Entzug. Nichts Ungewöhnliches. Können wir nochmal mit ihm reden? Hallo? Hallo! 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 Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ist nicht so wichtig, telefoniere ich. Ist nicht so wichtig, telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Dann kommen wir hier erstmal nicht weiter hoch. Wo geht's denn hier lang? Gut, egal.
Ja, dann sollten wir noch mal zu den Typen. Da bin ich wieder. Hallo, Edna. Servus. Was führt dich diesmal zu mir? Ich hab gelesen, ich soll mehr mit dir reden. Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. Entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alu-Mann. Okay. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Kanzler, was genau, machst du da? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigem Skifluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Ganz klar. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Ah. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Ganz chlorischer Zusammenhang. Ich habe noch eine Frage. Nein, hab ich nicht. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon! Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Ja. Sprechen wir über was anderes. Sprechen wir über was anderes. Denn das... Ich muss langsam mal weiter. Passt? Ja, natürlich. Denn das ist das, was ich hier auf meinen Spicker... Halt. Dann ging es doch noch irgendwo weiter. Irgendwas mit Kleiderbügel habe ich mir rausgeschrieben. Ein Telefon. Ein Telefon! Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren! Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Na, schön, danke. Benutze Gabel. Ne, benutze Hammer mit Telefon. Ne, warte mal. Benutzen Gabel mit Telefon. Mal sehen, ob ich das Ding knacken kann. Fehlanzeige. Benutze. Fangen wir jetzt von unten an. Das mit dem. Lieber nicht. Vielleicht ist es die einzige Verbindung nach draußen. Benutze. Gut. Benutze Messer mit Telefon. Mal sehen, ob ich das Ding knacken kann. Fehlanzeige. Auch nicht. Benutze. Edna, bleib hier. Benutze das gegen hier. Mal sehen, ob ich das Ding knacken kann. Fehlanzeige. Es hieß aber irgendwas hier mit Kleingeld. Ich werde nicht mehr. Puh. Was könnten wir denn noch nehmen? Benutzen. Schere ohne Schere. Benutze Fußnagel. Mal sehen, ob ich das Ding knacken kann. Fehlanzeige. Mein Gott, benutzen, Harvey. Guck mal, Harvey, ein... Ja, ein Münztelefon. Du musst mir nicht immer alles zeigen. Ich habe auch Augen im Kopf, weißt du? Das schon, aber sie sind nur aufgenäht. Benutzen das... Da kommt nichts rein. Im Gegenteil, da kommt was raus. Hoffentlich. Ich glaube, alles klar. Wir brauchen den scheiß Telefonhörer.
Dafür müssten wir ja mit den... Entschuldigung. Müssen wir ja mit den Spacken mal reden können. Reden? Hallo? Hallo! Hallo! Hey! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ja, ist nicht so wichtig. Telefonier ruhig weiter. Na, hä? Ist nicht so wichtig. Telefonier ruhig. Hallo? Na lol, was soll denn der Scheiß? Benutzen. Chips. Tauschst du dein Telefon gegen eine Tüte Chips? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Muss jede Nanosekunde erreichbar sein. Ja, ja, ja. Benutzen das mit denen? Rück das Telefon raus, oder... Oder was? Oder ich reiße einen albernen Karlauer über dieses Stuhlbein? Verzieh dich, Hotzenplotz. Sehr freundlich. Was können wir denn noch machen? Benutzen das mit denen? Tauschst du dein Telefon gegen meinen Poloschläger? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Muss? Ja, ja, ja. Keine Ahnung, dann gucken wir uns halt jetzt hier weiter um. Edna, zieh dir mal was an. Oh, der Pömöcke! Guck mal. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Oh, süß. Was haben wir hier? Ein Dino? Ein Dino-Film. Ich mag keine Dino-Filme. Am Ende sind sie ja doch alle ausgestorben. Das stimmt allerdings. Benutzen. Lass das. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Ach, guck mal an. Hallo? Hallo. Hey! Du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Natürlich. Ich heiße Edna. Ich heiße Edna. Angenehm, ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Alles klar, da steht er auf der Liste. Was machst du da hinten? Was machst du da hinten? Ich betreibe Nock-Forschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Bist du etwa von dieser verrückten bist du einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört. Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert. Und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Die Dinosaurier sterben aus. Es war ein Gärtner. Am Ende finden sie zueinander. Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Doch. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wiegen. Was haben sie nur vor? Wollen sie etwa insgeheim die Polkappen schmelzen? Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Thank you, Rari Ratsch, bitte. Willkommen bei den Börsen-News. Ah. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Warte mal, können wir uns da jetzt vielleicht mit diesem Börsenheini über das Börsen-TV unterhalten? Hallo? Hallo! 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 Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Achso, warte mal. War da nicht gerade irgendwie eine Antwort unten drunter? Hallo! Ja, hallo! Kacke. Verkaufen! Was sagst du? Verkaufen? Nein, doch nicht verkaufen. Verkaufen! Verkaufen! Verkaufen? Verkaufen! Na, verkauf doch nochmal! Verkaufen! Verkaufen? Wirklich verkaufen?
Ja, verkaufen! Ja, jetzt schnell verkaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück.